bin dann aus Jacomini weggezogen, traurigerweise, und wohne jetzt in einem ganz anderen Bezirk, nämlich in Gaidorf. Gaidorf, der Unibezirk. Gell? Studenten und Pensionisten. Aus irgendeinem Grund finden die in Städten immer zusammen. Und dort wohne ich jetzt. Und jetzt muss man sagen, sind die meisten meiner Freunde eher liberal denkende, kreative Menschen mit Uni-Abschluss und ganz viel Avocados. Und um noch ehrlicher zu sein, ich bin auch so. Glaube ich. Weil wenn ich in Jacomini bin, fühle ich mich sehr Gaidorf. Wenn ich in Gaidorf bin, fühle ich mich sehr Jacomini. Wenn ich in Gaidorf zu wem sage, wie war es in der Arbeit, und die Person antwortet mir mit einer Persönlichkeitsanalyse ihrer selbst und einer Kritik an Erwerbsarbeit als Konzept, wünsche ich mir schon wen aus Jacomini, der mich anschaut und sagt, hocken halt, Arsch halt. Und ich sehe in meiner Umgebung und in meiner Generation auch Millennials genannt. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Millennials bezeichnet die Leute, die so Anfang der 90er bis 2000 geboren wurden. Ich bin quasi ein Grenzmillennial. Ich bin 87. Ich bin, glaube ich, nur die letzte Menschengruppe, die erzogen worden ist mit, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns beim Haupteingang. Man verliert sie heutzutage nicht mehr. Und eben in meiner Umgebung, in meiner Generation, sehe ich so zwei ganz große Trends. Die einen, die wahnsinnig viel wollen, aber nichts tun. Die wollen ein Startup gründen. Dann schauen sie doch 6 Monate Game of Thrones, weil sie sich nicht bei der WKO anrufen trauen. Und inskribieren für Ethik auf der Uni. Und es gibt die, die wahnsinnig viel tun und keine Ahnung haben, was sie wollen. Und dann gibt es auch noch natürlich jede Menge, die hin und her hupft oder in der Mitte drin steht. Was auch gerade extrem beliebt ist, sind so Lebensweisheiten. Die 10 Gebote, das ist ja nicht mehr so, gell? Das ist nicht mehr so trendy, nicht so in. Aber ersetzt haben wir es durch Instagram-Sprüche und Facebook-Sprüche. Glaube an das Unmögliche. Heute habe ich für euch rausgesucht, ich versuche nämlich immer einen neuen hinzuzufügen. Wie ist der gegangen? Warte. Irgendwann hört man auf zu warten und fängt an zu vergessen. Und ich habe mir gedacht, das beschreibt jedes einzelne meiner Erlebnisse in einem T-Mobile-Shop. Wo kommt die Nummer her? Wer ist, wo, wieso bin ich da herinnen? Ich habe das Gefühl, ich bin da drin geboren. Oder mein König der Sprüche, meine Königin quasi der Sprüche ist, träume nicht dein Leben. Das klingt doch total super Disney und schön. Bis man träumt, dass Helmi in die Wohnung einsteigt. Ganz laut, Helmi ist da, ruft, zum Stepptanzen anfängt und er dann einen Eierspeis macht. Dann ist es nicht mehr ganz so erstrebenswert, finde ich. Und ich habe, interessanterweise sind diese Sprüche auf Englisch noch beliebter, was für mich natürlich als halbe Schottin immer interessant ist. Ich frage mich ein bisschen warum, aber vielleicht, weil es einfacher ist, an was zu glauben, was man nicht versteht. Kurze Anekdote dazu. Ich war letztens in Wels, in der Metropole Wels, und habe genau diese Pointe gebracht. Und in der zweiten Reihe hat eine Frau gesagt, das ist gar nicht so witzig. Es hat's für mich ist es leider noch witziger gemacht.